Korrosion bzw. Korrosionsschutz. In diesem Versuch werden zwei Eisenstreifen in jeweils ein Becherglas gestellt. Wie Sie erkennen können, hat der Eisenstreifen im rechten Becherglas einen Metallüberzug, einen sogenannten Zinküberzug. In die Bechergläser wird nun eine gesättigte Kochsalzlösung gegeben. Die Bechergläser werden so 23,5 Stunden aufbewahrt. Hier sehen wir nun das Ergebnis. Der Metallstreifen, welcher verzinkt ist, hat sich nicht verändert, während der zweite Eisenstreifen korrodiert ist. Die Lösung hat sich ebenfalls verfärbt.